Nina Schwichtenberg ist längst nicht mehr Laie. Als Modebloggerin bestimmt sie in einem nicht mehr ganz so kleinen Kreis, was modisch in und was out ist. Knapp 100.000 Fashionistas folgen ihrem Rat oder lassen sich zumindest davon beeinflussen. Also mein Stil ist relativ dezent und clean gehalten, also zumindest bei den Klamotten. Und ich versuche dann immer so ein bisschen aufzuwerten, indem ich schöne Accessoires, eben Handtaschen unter Schuhe trage. Wenn es den Look so ein bisschen aufbricht und man denkt so, ah wow, der Look an sich ist eigentlich relativ schlicht, aber Accessoires, das mag ich sehr, sehr gerne. Ein Shooting anlässlich des Schuhfestivals Out of the Box nutzt Nina für einen kleinen Rundgang durch das jüngste Kaufhaus Düsseldorfs im architektonisch auffälligen Kühlbogen. Mit geübtem Blick und Kombinationsmöglichkeiten im Hinterkopf greift sie zu. Wichtig sind hier immer die Besonderheiten. Ja, das sind eigentlich, wie auch mein Rest des Outfits, relativ klassische Teile, aber durch den gewissen Twist, eben dass es zwei Perlen sind, ist es wieder was Besonderes. Pünktlich zum Ausklang der Schuhmesse GDS wird's hier wahrscheinlich voller. Rund um den Schadowplatz sollen festivalähnliche Zustände herrschen, immer mit einem Touch von Schuh. Da wird hier jede Menge los sein, alles rund ums Thema Schuhe. Und wir werden auch eine große Showbühne haben auf dem Shadowplatz. Und da gibt es auch jede Menge Aktionen rund um das Thema Schuh. Für Fans von Mode ist Düsseldorf ohnehin richtig. Beim Festival Out of the Box gilt das für Outfit-Interessierte aber wohl doppelt.